Hallo und herzlich willkommen zurück zu Detroit Become Human. Ja, in der letzten Folge haben wir ja schon ein paar Charaktere kennenlernen können. Wir konnten ein kleines Mädchen retten und sind jetzt hier mit Kara, dem Androiden, gekauft worden von diesem grimmigen Herrn, der da vorne steht, und werden ihn jetzt in unser neues Heim begleiten. Auch wenn das nicht so einladend aussieht. Ändere mit R1 den Kamerawinkel. Folge Todd. Okay, Todd. Da ist eine Zahl. Das gehört hier zum Bildschirm. Was kommt da hin? Rebuild North Crocktown. Oh Mann. So eine Baustelle direkt neben dem Haus. Moment, Moment. Ich schaue mich noch ein bisschen um. Ich gehe hier nach rechts. Ist hier noch irgendwas hinter? Okay, ich darf ja nicht durch. Dann gehen wir erstmal zu Todd. Hallo, Todd. Du warst 2 Wochen weg und so sieht's hier aus. Du machst den Haushalt, die Wäsche, du kochst das Essen und kümmerst dich um... Verdammt, wo zum Teufel ist das Gehör wieder hin? Alice! Alice! Oh, da bist du. Das ist Alice. Kümmer dich um sie. Hausaufgaben, Baden, der ganze Mist. Kapiert? Ja, Todd. Fange unten an, mach dann oben weiter. Hat die Kleine Angst. In so einer Bude hätte ich auch Angst. Ah, okay, halte R2 gedrückt, um deine Umgebung zu scannen. Sieh dich mit dem rechten Stick um. Dringende Aufgaben, optionale Aufgaben. Sammel Müll auf, sammel Geschirr ein, schalte den Staubsauger ein, überprüfe den Hinterhof. Warum muss ich den Hinterhof überprüfen? Fangen wir mal hier rechts an. Da er ja irgendwie nicht in der Lage ist, den Haushalt zu machen. Oh Mann, was für eine Drecksbude. Ja. Was hier alles rumliegt. Vielleicht. Je nachdem, was du brauchst. Scannen. Fehlende Komponente. Ja. Kann ich besorgen. Wir haben jetzt einfach was bestellt, obwohl er eventuell kein Geld hat, das zu zahlen. Bring ich dir mal. Hätte man das mich nicht vorher fragen können? Also du weißt wo. Gut. Wisch wiederholt über das Touchpad, um zu interagieren. Ah, okay. Das dauert aber lange, wenn du das alles mit der Hand machst. Aber gut, wenn die Spielmaschine halt nicht geht. Ja. Alice. Aber sie lächelt nett. Kara! Ja, Todd? Bring mir ein kaltes Bier! Nein! Sofort! Hol dir selber dein Bier! Da, nimm dein Bier. Werd glücklich damit. Bin ja noch nett. Noch. Ah, da ist der Staubsauger. Wobei, das könnte ihn jetzt beim Fernsehgucken stören, oder? Stört das? Überprüfe den Hinterhof. Wie eine Katze spielt sie damit. Alice, du hörst jetzt sofort damit auf. Ständig nervt sie. Nervendes Kind. Dann hättest du sie nicht zur Welt bringen sollen. Ein bisschen erinnert mich hier das Haus an Heavy Rain. Das sah auch ein bisschen so aus. Was gibt's denn hier?
Da können wir was machen. Ach, der Wäschekorb ist umgekippt. Und wir können die Wäsche einsammeln wahrscheinlich? Ja. Noch bevor das Gewitter jetzt kommt, weil es sieht doch schon sehr dunkel aus im Himmel. Dann hat das Waschen auch nichts gebracht. Wasche die Wäsche erneut. Ja, ich wollte mich noch ein bisschen umgucken. Kann ich hier was machen? Nein, da nicht. Aber mit dem Mädchen. Alice? Mit Alice können wir natürlich vielleicht was machen. Mal Hallo sagen, uns vorstellen. Wie war denn die Schule? Hast du heute keine Schule? Okay, Hinterhof. Sieht nicht sehr glücklich aus. Spielst du gerne draußen? Okay, Waschraum wird hier hinten rechts sein. Ich hoffe, die funktioniert wenigstens. Was ist das? Ist das Blut? Red Eyes, Drogen. Fass bloß mein Zeug nicht an. Dann tust. Das regt mich auf. Tut mir leid, Todd. Du hältst dich aus meinen Sachen raus, oder ich werde sehr wütend. Soll ich wütend werden? Nein, Todd. Bah, so ein herrischer... Ne. Aber sie können Angst verspüren oder Gefahr, sonst würde es ja nicht rot werden. Bei denen am Kopf oben in dem Chip. Okay, optionale Aufgaben haben wir erledigt. Wäre denn hier sonst noch was für uns? Nein, da ist noch Müll, den wir wegräumen werden für ihn. Sammelmüll im Mülleimer. Kann ich ihn nicht einfach reinwerfen? Sammelmüll auf. Putze die Küche, putze den Tresen, putze den Kaffeetisch. Dafür ist die Mülltonne doch viel zu klein für den ganzen Müll. Putze den Kaffeetisch. Wo ist denn der Kaffee? Hier drüben links ist das der Kaffeetisch. Das ist kein Kaffeetisch. Kaffeetisch? Hier ein Kaffeetisch? Da. Okay, dann nehmen wir den mal mit raus. Gut, dass wir stark genug sind. Was ist da alles? Application. Kredite. Da hat wohl jemand seine Rechnungen nicht bezahlt. Ich möchte nicht wieder rein. Kann ich hier draußen denn noch was machen? Zurück zu Todds Haus. Ja, mache ich. Auch wenn ich hier nicht unbedingt rein möchte. Hier ist nichts Fröhliches, nichts Glückliches drin.
Verdammt, Mann! Was hat der denn schon wieder? Hier sieht es schon ganz gut aus. Ich gehe nach oben. Tu einfach deine Arbeit und hör auf, mich zu nerven. Okay, dann gehen wir mal lieber weit von dir weg. Was hat er denn? Räume Tods Zimmer auf, also bitte. Putze das Badezimmer. Wo ist denn das Bad? Ist das hier auch unten? Wahrscheinlich oben, ne? Ja. Ich will seinen Müll nicht wegräumen. Das kann der schön selber machen. Was hat der denn für Probleme? Und das Kind kriegt unten alles mit. Und wo ist die Mutter? Ich gehe erstmal hier lang. Da kommen wir nicht rein. Hier ist eine verschlossene Tür, das ist das Kinderzimmer. Oh. Ja. Für sie mache ich es gerne. Erstmal ein bisschen lüften. Auch, na gut, obwohl die Luft von draußen ist auch nicht viel besser als wir hier drin. Aber sie könnte hier durchfliehen. Sie könnte hier durchfliehen, wenn irgendwas passieren sollte. Oh, was ist das denn? Eine Spieluhr? Dazu fehlt uns der Schlüssel. Na gut, gehen wir mal in Tods Zimmer. Oder hier erstmal ins Bad. Das ist ja auch ein kleiner Dreckstall hier. Moment, Kamera. So sehe ich aus. Aufräumen. Alles wieder richtig hingestellt. Verstaue die dreckige Kleidung, ja. Mhm. Und das letzte, wische den Boden. Okay, Haushalt soweit erledigt. Was als nächstes? Ah ja, Tods Zimmer natürlich noch. Jetzt gehen wir mal in Tods Zimmer. Hier werden wir garantiert noch mehr Drogen finden. Ja, das Zimmer lüften. Will ich gar nicht lüften. Nö, der kann ruhig hier in seinem... hier drin ersticken. Der ist blöd. Okay, Basketball. Oh, eine Kinderserie. Weitere 225.000 Jobs wurden im Oktober in der US-Wirtschaft. Das ist auf jeden Fall das Thema, dass die Androiden die Jobs wegnehmen. Präsidentin Warren sprach heute bei der Eröffnung eines neuen Cyberlife-Werks bei Milwaukee. In ihrer Rede hob die Präsidentin erneut Cyberlifes Rolle bei den großen Erfolgen der US-Wirtschaft hervor. Die ganzen Rechnungen. Was steht da? Was steht denn da? Hat man jetzt nicht gesehen. Das ist schade. Leider nicht gesehen. Fenster lüften? Nein. Hier am Bett noch irgendwas aufräumen. Oh Mann, ey. Das arme Kind. Ein
bisschen ordentlich kann man doch den Haushalt halten. Ah, die Kleine. Wir haben dein Zimmer gemacht, nur damit du es weißt. Und hier noch, ne? Die Gitarre. Ist eigentlich ganz cool, dass er eine Gitarre hat, aber irgendwie ist er nicht cool. Aufräumen. Ist hier noch irgendetwas? Die Tabletten. Antidepressiva, okay. Ja, und eine Pistole. Dann wissen wir, wo die jetzt steckt. Okay, auch alles sehr wichtig. Okay, er mag auf jeden Fall Football. Tech Addicted, der Preis des Lebens, wie autonome Fahrzeuge über das Leben und Tod entscheiden. Okay. Lese ich jetzt erstmal nicht vor. Gehen wir mal schauen, was... Weg da. Hey, hallo. Kann der das nicht selber? Hallo? Das ist doch ekelig. Das macht man doch ganz von Natur aus schon. Was hat denn die Kleine? Die hat Angst. Oh, Alice im Wunderland. Alice im Wunderland. Natürlich. Warm. Sie fängt an, mich zu mögen. Oh. Kleiner Fuchs. Können wir mit dir reden? Räume trotz... Ah, ich muss sich echt das Fenster bei ihm öffnen. Der kann da drin ruhig in seinem Muff leben. Der braucht keine frische Luft. Na gut. Machen wir das. Bitteschön, jetzt hast du auch noch Luft. Rede mit Alice, okay. Vielleicht hat sie uns ja doch noch was zu sagen. Was Wichtiges. Oh, Moment. Was haben wir denn da? Ein Hund und eine Katze und... Die Alice, die nach den Sternen greift? Oder was ist das? Ah ja. Ja, nach der Sonne greift. Sieht aber ganz fröhlich aus. Auch wenn sie die Wand malen muss. Hallo, Alice. Wir bleiben freundlich. Wir waren bestimmt Freunde vor meinem Reset. Vielleicht können wir das wieder sein. Name Kara, Interessen. Wirkt still, Mutter. Hm. Was ist mit deiner Mutter? Kommt sie bald heim? Oh, das war nicht gut. Interessen. Erzähl mir doch etwas von dir. Was du gerne tust, wo du gerne hingehst, dein Lieblingsessen. Das würde mir sehr helfen. Mhm. Erstmal, wir reden von mir. Dein Vater sagt, von dir kommt mein Name. Kara. Klingt nett. Wie kamst du darauf? Bestimmt ihre Mutter, die so heißt. Oh. Kann sie überhaupt sprechen? Den Schlüssel zu der Truhe. Wie vorsichtig sie darüber steigt. Aber bevor wir Todd fragen, schauen wir uns erstmal die Truhe an.
Oh, ein Glückskleeblatt. Und eine glückliche Familie bis dahin noch. Ja, ganz bestimmt wird sie von ihrem Vater geschlagen und das macht sie traurig oder verletzt oder angegriffen, misshandelt. Es ist ja jedenfalls keine glückliche Familie. Da ist er. In den Joggingklamotten, oh Mann. Und er hat auch ihre Vorgängerin, oder bevor sie war, wahrscheinlich auch geschlagen. Und kaputt gemacht. Vermutlich hat die Kleine Angst, sich mit ihr irgendwie anzufreunden, damit ihr dasselbe Schicksal passiert. Dann wissen wir ja jetzt Bescheid. Und gehen zu Todd. Vielleicht gibt es ja noch was zu tun. Was machst du da? Sie spielt mit ihrem Fuchs. Ich spiele. Du spielst. Ich weiß, was du denkst. Du denkst, dein Dad ist ein Loser. Na? Scheiß Loser. Kriegt keinen Job, sorgt nicht für seine Familie. Glaubst du, ich hätte nicht alles Mögliche versucht? Was ich auch mache, jemand kommt mir in die Quere und versaut mir alles. Ich weiß, was du von mir denkst. Du hasst mich. Du hasst mich, oder? Sie hat damit doch nichts zu tun. Es. Du hasst mich! Weh, du tust dir weh. Gott, was mache ich denn? Tut mir leid, Süße. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich hab dich doch lieb, glaub mir. Hab dich ja, aber dein Verhalten ist nicht richtig, auch wenn du sie liebst. Er muss sich unter Kontrolle haben. Okay, was hätte ich noch tun können? Fertig geputzt. Okay, ein anderes Ende gäbe es nicht. Was habe ich denn verpasst? Bis da habe ich alles gemacht. Da sind 3 Punkte, die ich nicht gemacht habe. haben aber das Geschirr gewaschen. Manu, was habe ich da verpasst? Kara sieht eine Waffe. Okay. Dann würde ich sagen, mache ich hier erstmal einen Cut und dann mal schauen, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir haben hier alles fertig geputzt. Dann bis zur nächsten Folge von Detroit Become Human. Tschüss!